Liebe Schwestern und Brüder, wer selbst Hand anlegen will zum Erhalt eines Hauses oder einer großen Kirche, der sollte entweder kundig sein oder sich gut beraten lassen. Ein Freund riet mir vor einer geplanten Sanierung vor allem zu sorgfältigster Vorbereitung. Solche Vorbereitung, so sagt er, ist das Fundament für das eigentliche Werk. Sie haben sich auf dieser Dombaumeistertagung viel über solche Vorbereitungsarbeiten ausgetauscht und rege diskutiert, um aus dem Reichtum ihrer Erfahrungen für die Kirchen einander Anregungen zu geben. Anregungen für die Arbeit, für die sie Verantwortung tragen. Was für die Sanierung und den Erhalt unserer großen und auch kleinen Kirchen gilt, gilt auch für unser Zusammenleben als Christenmenschen in der Kirche aus lebendigen Steinen. Da steht nicht immer alles fest und da fügt sich auch nicht immer alles nahtlos zusammen und mit Blei ausgießen, um Fugen zu schaffen, die für die Ewigkeit halten, wie wir es gestern Abend gehört haben, das ist auch nicht immer gegeben. Es gibt Risse, manche fürchten gar um das Fundament. An manchen Stellen dieses Gebäudes, Kirche aus lebendigen Steinen, riecht es schimmelig, muffig und andernorts knarrt es gefährlich im Gebälk. Schon der Apostel Paulus, und das finde ich ja auch immer in gewisser Weise nicht beruhigend, aber wenigstens doch so, dass ich sage, die Menschen waren auch nicht besser und frömmer als zur heutigen Zeit. Schon der Apostel Paulus erlebte eine solche, in manchem auch sehr ungewollte Lebendigkeit in einer der Kirchen, für die er als Baumeister Verantwortung fühlte. Die lebendige Kathedrale von Korinth zeigte nämlich schon kurz nach ihrer Gründung erhebliche Baumängel. Risse wegen der tragenden Säulen traten massiv auf. Eine Gruppe hielt zur Säule Paulus, eine andere baute sich um Kephas herum und eine dritte um Apollos. Und zudem ächzte und quietschte und heulte es an verschiedenen Stellen, weil die lebendigen Steine dort in ganz unterschiedliche Richtungen strebten und jeweils glaubten, Halt für das Gesamtgebäude gäbe es nur durch sie. Sie alleine seien der Eckstein und der Schlussstein und jener Stein, der alles zusammenhält. Dagegen spricht Paulus aus seiner Erfahrung als Baumeister. Welches andere Fundament als Jesus Christus sollte es in der Kirche geben, fragt er sehr klug. Nun leben wir 2000 Jahre nach Paulus und diese essentielle Frage, was denn das Fundament unseres Lebens ist, eine Frage, die Paulus völlig eindeutig beantwortet, ist für viele Menschen unter uns fragwürdig geworden. Postmoderne Sichtweise lässt nichts mehr gelten, was in irgendeiner Form Wahrheit für sich beanspruchte. Denn es gibt ja immer eine Vielzahl von Sichtweisen, so wird argumentiert. Welche unter ihnen dürfte sich zur Norm erklären? Bezogen auf das Fundament hieße das, verschwende bloß nicht zu viel Zeit auf die Frage nach einem Fundament, sondern baue, wie es für dich am besten scheint. So verhielten sich vor der Postmoderne, selbst schon ganz postmodern, manche Christen in Korinth, ohne dass Paulus sagen würde, sie hätten keinen Glauben gehabt. Und so verhalten sich viele, auch viele Christen heute. Christus als Fundament des eigenen Bauwerks, des Lebens, hat hinter dem Ich als Fundament zurückzutreten. Er wird vielmehr da eingebaut, wo er zum eigenen Bauplan passt, sei es als schönes Ziel. Oder sei es als verstärkender Träger, wenn das eigene Gebäude mal fragil zu werden scheint. Denn Mut lehrt ja bekanntlich beten. Paulus hält dagegen. Christus soll nicht allein das Fundament jeder Kirche und jeder Gemeinde sein, sondern gerade auch eines jeden einzelnen Christen. Jeder von uns ist ein Tempel Gottes, sagt der Apostel in klarer Abgrenzung zu den prachtvollen Tempeln der griechischen Götter in Korinth. Aber auch in Abgrenzung zum jüdischen Tempel in Jerusalem, wo der Gläubige zum Heiligen kam, das dort und dort allein wies.
unsere christlichen Tempel, unsere altehrwürdigen Kathedralen und Dome und die neueren und modernen Kirchen sind nicht mehr der exklusive Wohnort Gottes, sagt Paulus. Er wohnt nicht in einem Gebäude aus Stein. Die Heiligkeit Gottes will und soll zuerst aus uns herausstrahlen und nicht aus den Gebäuden, die ihm geweiht sind. Die zerrissene und gespaltene Gemeinde von Korinth ist nach wie vor heilig, sagt Paulus. Das ist doch auch schön. Nicht verdammt, nicht irgendwo in die Ecke gestellt, sondern nach wie vor heilig, obwohl sie aus so quietschenden Balken und Steinen besteht, weil Gottes Geist in jedem ihrer Glieder wohnt. Als Geschenk Gottes, als Angebot Gottes, aber keineswegs als irgendein einzufordernder Besitz. Wenn unsere Dome von Menschen erbaut und von Menschen erhalten, als Hüllen, oft genug wunderbare Hüllen, um in ihnen die Liebe Gottes zu Jesus Christus anschaulich werden zu lassen, laut werden zu lassen und zu leben, dann wächst Gottes Heiligkeit in ihnen. Dann wird dort immer wieder neu das Fundament gelegt, auf dem lebendige Tempel bauen können, sogar in einem so fragilen Bauwerk wie der Gemeinde von Korinth oder vielleicht auch in einem so fragilen Bauwerk wie der sichtbaren Kirche Christi, die in ihrer Spaltung erst langsam wieder lernt, gemeinsam das Fundament zu suchen, auf dem wir alle bauen können. Jener Grund, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und als Lutheraner sage ich nur noch Jesus Christus allein.